Welcome to the world of sound. Was für die Lotsen gut ist, kann für den Freizeitskipper nicht schlecht sein. So oder so ähnlich muss der Leitspruch der verantwortlichen Konstrukteure bei Northline gewesen sein. Gebaut werden die Boote aus Polyesterharz und Glasfasermatten. Dass die Bootsbauer bei Northline solide bauen, zeigt ein Blick auf sauber verarbeitete Kunststoff und Holz. Das Lotsenhaus ist nüchtern und klassisch gehalten, bietet aber alles, was Fahrer und Crew benötigen. Motor und Ruder bedient der Fahrer über eine elektronische Doppeleinhebelschaltung und Holzsteuerrad. Der pilotenähnliche Fahrersitz bietet allen Komfort. Der Beifahrer platziert sich auf einen weich gepolsterten Kombisitz, der entweder nach vorn zeigt oder mit elektrisch umklappbarer Lehne zum Salonsitzplatz wird. Die Scheiben sitzen alle in dicken Streben und geben dem Steuerhaus Stabilität. Die Dinette liegt tiefer als der Salon im Wheelhouse und garantiert dadurch mehr Diskretion. Weiter Richtung Bug schließt sich die gut belüftete Nasszelle mit elektrischer Toilette und Dusche an. Direkt im Bug befindet sich die Eignerkabine mit reichlich Stauraum, aber nicht unterlüfteten Polstern. Gleiches gilt für die Einzel- und Doppelkoje in der Gästekabine. Der Stauraum wurde hier für die Elektrik genutzt und sogar für eine Waschmaschine. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Northline klassische Linien und eine gute Sicherheitsausrüstung besitzt. Bis auf ein paar Schwachstellen macht die Verarbeitung der Northline einen grundsoliden Eindruck. Unser Testboot zeigt mit beiden Cummins-Dieselmotoren ansprechende Fahreigenschaften.